Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich darf Sie herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute am Sonntag Rogate. Rogate bedeutet betet. Und im Evangelium, da werden wir erinnert an das große Versprechen, an die große Verheißung, die Jesus an ein Gebet knüpft, das wir in seinem Namen zu Gott richten. Das Gebet ist auch eine Tat der Liebe oder eine Frucht des Glaubens, von der Jakobus redet in der heutigen Epistellesung. Er erinnert uns daran, dass wir als Christen eben nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Der Herr segne uns alle in diesem Gottesdienst. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns vor Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, vor dem unser Leben und unsere Herzen offenbar sind, unsere Sünden bekennen
und ihn im Namen unseres Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Vergib uns um seinen Willen alle unsere Sünden. Sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe und erhalte. Bewege uns durch dein Wort zu wahrem Gehorsam und lass uns das ewige Leben aus deiner Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben. Um seinetwillen hat er uns verziehen. Allen, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herre Gott, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du erhörst die zu dir beten. Mach uns bereit, dich unermüdlich anzurufen, damit wir deinen Schutz und deine Hilfe erfahren. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel zum heutigen Sonntag, wie sie aufgeschrieben steht im Brief des Jakobus, im ersten Kapitel.
Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in der Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Halleluja, die zum Herrn riefen in ihrer Not, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Halleluja. Halleluja, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Halleluja. Amen. Hört auch das Evangelium, wie es aufgeschrieben steht bei Johannes im 16. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht,
dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns dem Wort Gottes antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, die Verse 5 bis 13. Jesus sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote,
Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Der Herr segne dieses sein Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, die meisten Probleme, die es in einer Beziehung gibt zwischen Menschen, die meisten Probleme lassen sich sicher darauf zurückführen, dass Menschen miteinander Schwierigkeiten haben, Schwierigkeiten miteinander zu reden. Ja, im Wechselspiel zwischen Reden und Zuhören, da fällt es uns Menschen oft schwer, das richtige Maß zu finden. Es geht schnell, dass wir Worte oder auch Gesten und Blicke des anderen anders interpretieren, als er das meint. Und dann kommt es schnell zu Missverständnissen und zu Streit. Ja, wir vergessen vielleicht auch schnell, wichtige Informationen weiterzugeben, sodass wir auch wieder für Unmut bei dem anderen sorgen. Ja, vielleicht kommt es auch vor, dass wir uns in dem, was wir sagen und wie wir reden, zu wichtig nehmen, sodass der andere denkt, wir interessieren uns gar nicht für ihn, sondern denken nur an uns. Oder das Gegenteil ist der Fall, wir nehmen uns vielleicht selbst nicht wichtig genug und der andere denkt von uns, ja, wir sind verschlossen und mundfaul. Ja, zwischen Menschen, wenn Menschen miteinander reden, kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten. Und solche Schwierigkeiten beim Reden und Zuhören, die gibt es auch auf geistlicher Ebene. Denn wir leben ja auch mit Gott in einer Beziehung, in der es ganz besonders wichtig ist, dass wir miteinander reden und auch aufeinander hören. Aber bei diesem Wechselspiel zwischen Reden und Hören mit Gott kommt es auch auf unserer Seite oft zu Problemen, weil wir mit der Art Gottes zu antworten manchmal Schwierigkeiten haben und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Vor unserem Bibeltext hat Jesus seine Jünger das Vaterunser gelehrt als eine Art Mustergebet. Und im Anschluss an das Vaterunser, da macht Jesus nun aufmerksam auf zwei Schwierigkeiten, die sich beim Beten ergeben können und ergeben werden. Und so lehrt Jesus auch uns in zwei Bildern, wie wir beten sollen. Wir sollen beten mit unverschämter Ausdauer, und wir sollen beten in kindlichem Vertrauen. Schauen wir uns das Erste an. Wir sollen beten in unverschämter Ausdauer, sagt Jesus. Das erste Problem beim Beten, das Jesus anspricht, das sind die scheinbar unerhörten Gebete, die wir an Gott richten. Und das ist vielleicht auch das häufigste Problem, mit dem wir beim Beten zu kämpfen haben. Ja, es kommt tatsächlich vor, dass wir mit einer bestimmten Bitte, in einer bestimmten Not zu Gott kommen, ihm das vor die Füße legen und danach merken, dass erst einmal gar nichts passiert.
und vielleicht auch lange nichts passiert. Und dann redet uns der Teufel ein, Gott, der hat gar nicht zugehört, der hört gar nicht zu, wenn wir reden. Gott, der hat vielleicht Wichtigeres zu tun, interessiert sich nicht für unsere Not. Ja, alle solche Dinge redet uns der Teufel ein. Und wenn wir ihm glauben, dann meinen wir vielleicht selbst, ja, Gott hört nicht zu, es bringt gar nichts zu beten und deshalb tun wir es auch nicht mehr. Im ersten Gleichnis, das Jesus hier erzählt, da redet er von einem Mann, der sich um Mitternacht an seine Nachbarn wendet. Er bittet ihn um 3 Brote, weil Gäste vorbeigekommen sind, ganz überraschend, und nun hat er nichts, womit er sie bewirten kann. Dieses Bild klingt für uns vielleicht etwas absurd. Wir würden wahrscheinlich nicht um Mitternacht beim Nachbarn um etwas zu essen bitten, weil wir plötzlich Gäste bekommen haben. Aber hinter diesem Bild steht der hohe Stellenwert der Gastfreundschaft, den eben Gastfreundschaft damals im Orient hatte. Es war eine große Demütigung für Menschen, wenn sie ihre Gäste nicht gut bewirten konnten. Und in dieser Not wendet sich der Mann also nun an seinen Nachbarn. Aber der Nachbar, der wird von Jesus dargestellt als ein sehr abweisender und unfreundlicher Mann. Ja, er sagt, es ist schon spät, ich schlafe schon, meine Kinder liegen im Bett, wenn ich jetzt im Haus herumwusel und Essen zusammensuche, dann werden nur alle wach. Ja, es gab Gründe, vielleicht gute Gründe, das Klopfen des Nachbarn einfach zu überhören und im Bett liegen zu bleiben. Ja, wie es bei allen Beispielgeschichten ist, die Jesus erzählt, dürfen auch wir dieses Beispiel nicht in jeder Kleinigkeit überziehen und in jeder Kleinigkeit auf eine göttliche Wahrheit übertragen. Jesus, der erzählte einmal ein ganz ähnliches Gleichnis, da ging es um einen unbarmherzigen Richter, vor den eine Witwe kommt und um Recht bittet und der unbarmherzige Richter weist sie so lange ab, bis er ihre ständigen Bitten nicht mehr ertragen kann und ihr dann doch endlich nachgibt. Und diese beiden Gleichnisse, die sagen zunächst einmal nichts über Gottes Charakter aus. Gott, der ist eben nicht unfreundlich, so wie der Nachbar, und Gott ist eben nicht unbarmherzig wie der Richter. Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. So beschreibt es uns der Prophet Joel zum Beispiel. Gott kann also nicht genervt sein von unseren Gebeten, so wie der Nachbar in dem ersten Gleichnis oder auch der Richter. Ja, im Gegenteil, Gott, der fordert uns ja sogar immer wieder dazu auf, dass wir mit unseren Freuden und mit unseren Nöten, mit unseren Ängsten und Sehnsüchten ihm in den Ohren liegen. Ja, wir wissen, Gott gefällt es, wenn wir zu ihm reden. Ja, am liebsten hat es Gott, wenn wir das ununterbrochen tun würden. Und genau deshalb ist die Bitte, die David im Psalm 19 an Gott richtet, nicht nur eine Bitte, sondern auch eine Feststellung, wenn er sagt: Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ja, Gott erhört diese Bitte. Es gefällt ihm, wenn wir mit ihm reden, mit Mund und Herzen. Von dem unbarmherzigen Richter in dem anderen Gleichnis, da heißt es, dass er die Bitte der Witwe erfüllt hat, weil sie mit ihrer Aufdringlichkeit ihm nur Mühe gemacht hat. Von dem unfreundlichen Nachbarn in unserem Gleichnis, da heißt es, dass er wegen des unverschämten Drängens seines Mannes ihm schließlich nachgegeben hat. Jesus will sagen, wir Menschen, wir sind aus den niedersten Beweggründen bereit, die Bitten anderer zu erfüllen. Ja, manchmal geht es sogar nur darum, den anderen endlich loszuwerden und mit seinen Bitten endlich zum Schweigen zu bringen. Gott aber, der ist die Güte in Person. Gott, der kennt keine innere Abneigung gegen Menschen.
Gott, der hat ja alle Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Dass er seinen Sohn zu unserer Rettung ans Kreuz geschickt hat. Und auch das ist der beste Beweis dafür, dass Gott eben niemals genervt ist, niemals sich gestört oder bedrängt fühlt, wenn wir zu ihm kommen. Ja, unverschämt dürfen wir bitten. Das heißt, wir dürfen bitten ohne Scham. Wir dürfen bitten, ohne Angst zu haben, dass sich Gott von uns überfordert oder fühlt oder dass er uns als aufdringlich empfindet. Ja, wir dürfen beten Tag und Nacht. Tag und Nacht dürfen wir an Gottes Tür klopfen und unsere tiefsten Ängste und Sorgen mit ihm teilen. Ja, Gott wird sich niemals gestört oder bedrängt fühlen. Es gibt auch in der Bibel einige Beispiele, wo wir solche unverschämten oder aufdringlichen Gebete einmal sehen. Abraham zum Beispiel, der trat mit Gott in eine lange Verhandlung ein über die Städte Sodom und Gomorra, die Gott zerstören wollte. Abraham handelt immer weiter herunter. Er sagt, so und so viele Menschen sind vielleicht Gerechte in dieser Stadt, willst du sie deshalb nicht verschonen? Und er geht immer weiter runter, von 50 über 10, über 5. Ja, und er tut das, weil er sich sorgt um seine Familie, um die Familie seines Neffen Lot. Oder Jakob. Jakob, der kämpft am Fluss Jabok buchstäblich mit Gott. Und er klammert sich an Gott fest und sagt zu ihm, ich lasse dich nicht los, ich höre nicht auf zu beten, bis du mich gesegnet hast. Ja, und selbst von Jesus kennen wir solche Gebetskämpfe. Ganz besonders sein Gebetskampf im Garten Gethsemane. Da heißt es über Jesu Beten, er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ja, ganz egal, welche frommen Ausreden wir vielleicht vorbringen, wenn wir im Gebet nachlässig geworden sind, keine fromme Ausrede taugt vor Gott. Ja, selbst wenn wir der Meinung sind, Gott hat ja früher keine Gebete erhört, warum sollte er es jetzt tun? Auch diese Ausrede, diese Meinung kann vor Gott nicht bestehen. Denn Gott sagt ganz klar, er erhört Gebete. Und wenn Gott seine Antwort einmal verzögert, ja, vielleicht sehr lange verzögert, dann will er uns dadurch nur umso mehr zu einem beständigen Beten erziehen. Und er will uns zeigen, dass das Beten etwas ist, das ganz selbstverständlich in unser Glaubensleben mit hineingehört. Ja, der Auftrag des Apostels Paulus, der gilt für alle Christen und für die Kirche zu jeder Zeit, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Und genau deshalb sollen wir auch in dieser unverschämten Ausdauer beten, wie der Mann im Gleichnis. Und wir dürfen das tun mit einem kindlichen Vertrauen auf Gott. Das zweite Problem beim Beten, das Jesus anspricht, das sind die ja, unerwarteten Antworten, die Gott uns gibt auf unser Gebet. Es kommt vor, dass wir mit unseren Gebeten mit ganz klaren Vorstellungen zu Gott kommen. Da bitten wir vielleicht um die eine ganz bestimmte Arbeitsstelle, die wir uns rausgesucht haben, dass das klappt, dass wir da anfangen können. Wir bitten darum, dass eine Veranstaltung in der Gemeinde gelingen wird, dass sie stattfinden kann und dass wir viele Gäste begrüßen dürfen. Wir bitten vielleicht um den einen Partner oder die eine Partnerin, die wir uns ja schon ins Auge gefasst haben. Ja, wir bitten, dass unsere Krankheit das Ende nimmt und ja zu der Genesung führt, so wie wir es uns wünschen. Jesus vergleicht unsere Bitten an dieser Stelle mit den Bitten eines Kindes an seinen Vater. Jesus bezeichnet erst einmal in diesem Bild alle irdischen Väter oder alle irdischen Eltern als böse. Er sagt, ihr, die ihr böse seid. Das klingt vielleicht erstmal abstoßend.
Ja, wir möchten vielleicht sagen, Jesus, der kann doch nicht alle Eltern einfach so über einen Kamm scheren. Es gibt doch immer solche und solche. Und ich bin ganz sicher kein schlechter und böser Vater. So denken wir vielleicht im ersten Moment. Aber was Jesus meint, das ist, alle Menschen sind Sünder. Auch alle Eltern sind Sünder. Und im Gegensatz zum himmlischen Vater leiden eben auch alle irdischen Eltern hier unter ihren bösen Neigungen, unter ihren ganz eigenen Schwächen, unter ihren ungerechten Zornesausbrüchen und auch unter Überforderung. Aber Jesus zeigt, selbst bei solchen Menschen, die unter der Sünde leiden, selbst da hat die Sünde es nicht geschafft, das Eltern-Kind-Verhältnis völlig zu verderben. Ja, wir sind auch als Sünder immer noch bemüht, unseren Kindern etwas Gutes zu bieten, unsere Kinder gut zu versorgen und sie vor allen Gefahren des Lebens zu beschützen. Nun ist es bei Kindern aber so, sie bitten nicht immer nur um Essen und Trinken darüber, dass sie gut versorgt sind und behütet werden. Kinder, die bitten auch manchmal um ein Gummibärchen oder um ein Stück Schokolade. Und das Kind, das wird vielleicht im ersten Moment nicht gleich verstehen, warum es erst einmal warten muss und das Gummibärchen erst nach dem Mittagessen bekommt. Und das Kind wird vielleicht auch nicht verstehen, dass es vielleicht manchmal kein Gummibärchen bekommt, sondern stattdessen ein Stück Apfel. Aber wir wissen ganz genau, die Liebe und die Weisheit der Eltern, die verpflichtet die Eltern und verlangt es von den Eltern, dass sie die Bitten ihres Kindes ab und zu auch anders erfüllen, als die Kinder es sich wünschen. Denn die Eltern, die wissen ja, dass über jedem Wunsch des Kindes noch viel größer steht und unausgesprochen der Wunsch steht, dass es ihnen gut geht. Und genauso ist es auch bei Gott. Denn auch wir bitten im Leben nicht immer um Dinge, die uns gut tun und die wir wirklich brauchen, auch wenn wir uns das im ersten Moment vielleicht so vorstellen. In Gottes Augen, da gleichen unsere Bitten auch manchmal Steinen. Steinen, die uns nichts nützen und die uns vielleicht nur im Weg rumliegen. In Gottes Augen, da gleichen unsere Bitten manchmal sogar Skorpionen oder Schlangen, die uns sogar gefährlich werden und uns wehtun. Und da ist es doch gut, dass wir wissen, wir haben einen himmlischen Vater, der uns solche Bitten eben anders erfüllt und nicht so, wie wir uns das wünschen. Denn jede Bitte vor Gott, die ist immer auch eine Bitte darum, dass Gott unser Leben in der Bahn lenkt und in denen Bahnen lenkt, dass uns das Wichtigste im Leben erhalten bleibt. Und Jesus, der sagt uns auch hier in diesen Versen, was das Wichtigste im Leben ist, nämlich das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der durch den Glauben bereits in uns wohnt und den Gott immer wieder in uns gerne erhalten will. Ja, eine Bitte um den Heiligen Geist ist für uns auch immer eine Bitte darum, dass der Heilige Geist in uns bleibt und dass er in uns wirkt, dass er unsere Taten und Entscheidungen lenkt und leitet. Ja, schon allein, dass wir in einer Weise zu Gott beten dürfen, dass Gott daran Freude hat, das ist ein großer Beweis dafür, dass der Heilige Geist in uns ist, und das ist ja ein Wirken des Heiligen Geistes. Denn im Römerbrief, da heißt es, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Du darfst dich also darauf verlassen, ganz egal, wie gestammelt und wie undurchdacht dir dein Gebet vorkommt, wenn es aus dem kindlichen Vertrauen zu deinem himmlischen Vater kommt, dann wird es der Heilige Geist dir zum Trost und dir zur Hilfe vor Gott verteidigen. Und auch die Antwort auf so ein Gebet mag uns manchmal überraschen.
oder vielleicht auch im ersten Moment nicht gefallen. Aber dann darfst du dich daran erinnern lassen, Gott gibt nichts Schlechtes. Gott gibt immer nur Gutes. Gott will, dass alles, was er uns gibt, uns zum Besten dient. Ja, was wir in unserem Leichtsinn vielleicht manchmal als Schlangen oder als Skorpione wahrnehmen, das ist nach Gottes Weisheit immer genau der Weg und immer genau die Antwort, die wir brauchen. Es ist immer der Weg, den Gott uns führen will, dass wir das Beste, nämlich all die geistlichen Güter in unserem Leben erhalten dürfen. Und dass wir das annehmen dürfen, auch im Gebet, und uns darauf verlassen, genau das heißt im Glauben beten. Wir wissen es aus dem eigenen Leben, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren, das ist nicht immer leicht. Und auch reden mit Gott, das birgt so manche Gefahr für uns oder so manche Schwierigkeit, besser gesagt. Und da ist es gut, dass uns Jesus vorbereitet auf die Schwierigkeiten und Probleme, auf die wir beim Beten stoßen können. Wenn wir beten, dann sollen wir bedenken, wo Gottes Antwort auszubleiben scheint, da will er uns nur umso tiefer ins Gebet treiben. Denn das Gebet an sich soll immer ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens sein. Und wo Gottes Antwort vielleicht nicht unseren Erwartungen entspricht, da dürfen wir uns wie Kinder auf die Liebe und auf die Weisheit Gottes verlassen und uns dieser Liebe und Weisheit Gottes anvertrauen. Denn das wichtigste Gebet, das wir beten dürfen, das ist das Gebet um geistliches und um ewiges Leben. Geistliches und ewiges Leben, das Gott dir durch den Heiligen Geist schon geschenkt hat und das Gott dir bis zum Ende gerne erhalten möchte. Ja, zweifeln wir niemals daran, dass Jesus und Gott ganz besonders diese Bitte um den Heiligen Geist gerne in unserem Leben erfüllen möchte und erfüllen wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns bisher gnädig erhalten und uns durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, zum ewigen Leben berufen hast. Wir danken dir, dass du uns dein heiliges Evangelium auch jetzt verkündigen lassen hast. Herr, wir bitten dich, erhalte uns und unsere Nachkommen die reine Predigt deines klaren Wortes und den rechten Gebrauch der heiligen Sakramente. Hilf allen, die zur Leitung der Kirche berufen sind. Gib uns Hirten und Lehrer nach deinem Herzen. Segne dazu auch die Ausbildung an allen rechtlehrenden Ausbildungsstätten für Pastoren, besonders auch an unserem lutherischen theologischen Seminar in Leipzig. Sei du bei Lehrenden und Lernenden und fördere sie in der Erkenntnis der Wahrheit. Stärke und schütze die Sendboten des Evangeliums unter den Völkern. Lass die Werke der barmherzigen Liebe in der Christenheit gedeihen. Nimm dich überall deiner Kirche an, besonders da, wo sie unter Verfolgungen leidet. Schaffe ihr Schutz und Hilfe in allen Ländern. Lass Menschen in aller Welt deinen heiligen Namen erkennen und preisen. Herr, beschirme unser Land und gib aller Obrigkeit Weisheit und Gerechtigkeit, dass wir unter ihrer Regierung nach deinem Willen und Gebot in Frieden leben können. Herr, segne diesen Ort und alle, die darin wohnen und darin arbeiten. Regiere mit deinem Frieden in den Ehen und Familien. Schenke gute Gemeinschaft zwischen Jungen und Alten. Gib Gnade zur Erziehung der Kinder und Jugendlichen und segne dazu auch die Arbeit an unserer Dr. Martin-Luther-Schule. Hilf uns, nach deinem heiligen Willen zu fragen und deinen Geboten zu folgen. Fördere alle ehrliche Arbeit zu Hause und im Beruf. Herr, speise die Hungernden, sei Zuflucht der Bedrängten und Rechtlosen. Tröste die Verwitweten und Waisen, alle Armen, Angefochtenen und Traurigen. Richte die Schwermütigen auf, stärke die Kranken und sei bei den Sterbenden. Hilf einem jeden in seiner Not. Gib, dass wir in deiner Furcht leben, in deiner Gnade sterben, in deinem Frieden ruhen, durch deine Kraft auferstehen und darauf das ewige Leben erben. Darum bitten wir dich durch deinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Ihm sei Lob und Dank, Ehre und Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.
Amen.